Dieser Film ersetzt nicht das persönliche Aufklärungsgespräch mit Ihrem Arzt. Guten Tag, mein Name ist Privatdozent Dr. Jürgen Eggers. Ich bin der Chefarzt der Neurologie im AK St. Georg. Heute geht es um das Erklären eines unserer häufigsten Untersuchungen, die wir in der Neurologie vornehmen, um die Lumbalpunktion oder Liquorpunktion. Es geht darum, Liquor, also Nervenwasser, das ist die Flüssigkeit, die um das Rückenmark und das Hirn herum fließt, aus dem Körper zu entnehmen, um es zu untersuchen und ins Labor zu schicken. Der Eingriff ist wie eine komplizierte Blutentnahme. Es ist halt etwas gemein, weil das am Rücken erfolgt. Das heißt, man kann als Patient das nicht sehen, was da erfolgt. Es passiert, man sitzt am Bett, man beugt sich ganz weit nach vorne, dann wird da eine Desinfektion vorgenommen. Und unterhalb des Rückenmarks, viele Menschen sagen, ich kriege eine Rückenmarkspunktion, um Gottes Willen natürlich nicht. Unterhalb des Rückenmarks, ganz am unteren Ende des Rückens in der Lendenwirbelsäule, da ist ein Liquorraum, der kein Rückenmark enthält, nur ein paar Fäden von Nervenfäden, die zur Haut oder in andere Bereiche der Beine gehen. Und dort piekst man zwischen zwei Wirbelkörpern hinein und zieht die Nadel dann anschließend wieder raus, wenn der Liquor ist. Es dauert so insgesamt, würde ich sagen, vielleicht 5 bis 10 Minuten, der gesamte Eingriff. Ist nicht besonders schmerzhaft. Man nimmt heutzutage sehr moderne, dünne Nadeln. Diese Nadeln haben die Eigenschaft, dass sie die Rückenmarkshaut praktisch intakt lassen, weil sie nur wie eine Stricknadel die Fäden zur Seite schiebt, der Rückenmarkshaut. Und wenn man die Nadel wieder rauszieht, dann schnurrt das zusammen, sodass keine Lücke bleibt. Früher mit den altmodischen Nadeln hat man ein kleines Loch hinterlassen und dann träufelte immer noch Liquor, also Nervenwasser, in das Gewebe. Und das machte so ein Ziehen im Nacken und manchmal auch Kopfschmerzen. Manchmal, wenn wir Probleme haben, reinzukommen, weil viele Verschleißerscheinungen an den Wirbelkörpern sind, dann müssen wir noch auf die altmodische Nadel umsteigen. Insgesamt ist das aber meistens nicht notwendig. Falls man die moderne Nadel kommt, dann kann man zum Beispiel hinterher auch aufstehen, sollte mal den Tag aber ein bisschen ruhig angehen lassen insgesamt, aber dass Nackenschmerzen oder andere Symptome auftreten, ist extrem selten. Die ganzen Geschichten, die in diesen Aufklärungsbroschüren stehen oder in Aufklärungszetteln, die Sie lesen, das sind alles die Aufklärungen, die müssen sein, weil das irgendwann mal in den letzten 20, 30, 40 Jahren mal aufgetreten ist, wie Hörminderung etc. Rein theoretisch könnte es natürlich zu Komplikationen kommen. Angenommen, Sie erzählen uns nicht, dass Sie einen starken Blutverdünner einnehmen und wir haben das Blut meinetwegen nicht richtig getestet oder wir machen einen anderen groben Fehler. Dann könnte es natürlich zu Blutungen kommen. Das wäre unerwünscht, das darf nicht passieren. Deswegen machen wir eben diese Untersuchung. Fragen Sie es mal, nehmen Sie einen starken Blutverdünner, dann dürfen wir es nicht machen. Wir testen das Blut vorher, damit sowas nicht passiert. Wir machen das vielfach täglich in unserer Klinik. Örtliche Betäubung ist noch nicht mal unbedingt notwendig, also der Pieks für die örtliche Betäubung tut ungefähr so stark weh wie die eigentliche Untersuchung. Man braucht also keine Sorge haben, das wird vielfach, wie gesagt, in der Klinik täglich gemacht und ist eine Routineuntersuchung für uns. Falls Sie noch Fragen haben, dann sollten Sie Ihren Arzt, der die Untersuchung vornimmt, dann unbedingt vor der Untersuchung noch einmal darauf ansprechen. Vielen Dank.